Ein nettes Hallo aus Dingesbühl zu einem kleinen Abendvideo wieder. Und zwar hier steht er, unser wunderschöner Van, den wir ja jetzt auch durch den TÜV gebracht haben: sprich 18 Zoll Reifen, Luftfahrwerk, verstärkte Vorderfedern, alles. Eingetragen, alles fertig. Lithium-Akku habt ihr ja alles gesehen. Und jetzt haben wir nur ein paar Feinfinish-Sachen gemacht. Ähm, sauber gemacht und nur einen Antennensplitter eingebaut und äh, USB-Steckdose neu ergänzt. Alles fertig gemacht, alles toll. Und ja, jetzt steht er bereit zur Abholung. Wird nur wegen geputzt und am Samstag geht er raus. Da freuen wir uns drauf. Da wird der Kunde Augen machen. Wobei er hat ihn ja jetzt hier schon gesehen. Äh, an der Stelle liebe Grüße. Und, aber wir freuen uns, weil der schaut richtig, richtig gut aus. So, jetzt gehen wir mal nach innen zu uns, weil da habe ich eine kleine Rarität. Gehen wir mal wieder durch unseren Laden. Ähm, nicht wundern, dass es das Licht aus ist. Zum einen haben wir schon Abend und zum zweiten haben wir offiziell ja leider immer noch geschlossen. Aber hoffen wir mal, dass sich das ja jetzt bald ändern wird. So, und zwar habe ich hier einen Francia. Ähm, mal schauen, ob ich den jetzt ganz reinkriege. Äh, andersrum, schaut mal her. Einen voll integrierten. Äh, der schaut mal richtig gepflegt und toll aus. Also er hat schon ein paar Tage auf der Uhr. Und den haben wir da, weil da machen wir jetzt einen größeren Umbau. Ist ja auch ein echtes Liebhaberfahrzeug. Und ja, da werden wir jetzt einiges verbauen. Da laufen wir doch als erstes mal hier aufs Dach, was wir hier vorhaben. Und zwar... Wenn wir hier loslegen, auf der hinteren Seite, da haben wir ja mehr Platz. Da kommen hier zweimal 160 Watt Platten hin. Und dann gehen wir ab in den vorderen Bereich. Und hier haben wir dann links und rechts noch Platz für jeweils 120er Platten. Und ähm, ja, da kommt dann richtig Power zusammen. Vier Module auf dem Dach. Und da kann man dann richtig was mit anfangen. So, dann schauen wir mal rein, weil da habe ich eine kleine tolle Rarität entdeckt. So schaut er mal von hinten aus, also echt top gepflegt. Was mir auch ganz gut gefällt, ist die hintere Klappe. Kann man schön zum Entladen nehmen, natürlich auch noch hier seitlich klappen. Also es ist richtig toll verbaut, richtig schick das Fahrzeug. Also schaut richtig sauber aus. Muss man wirklich sagen. Vor allem wirklich, also sorry, dass ich so oft wirklich sage, aber ich bin echt begeistert, weil er so echt gepflegt ist. Also er für sein Alter, also er schaut echt schick aus. Ja, und jetzt gehen wir mal rein in die gute Stube. Ähm, weil hier verbauen wir natürlich auch noch ein bisschen elektrisch was Neues. Weil durch die ganzen Solaranlagen braucht er natürlich auch noch neue Batterien. Jetzt machen wir hier schnell einen Schweif. Also, echt tolles Fahrzeug. Guckt euch das an. Schöne Dusche hier hinten, dann das Badezimmer, hier die Küche. Also, top gepflegt, echt schön. Super Grundriss, also, da macht es richtig Spaß. Also, Klimaanlage haben wir an Bord. Also echt toll. Die Polster gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Also, für das Fahrzeug sehr passend. Oh, schon echt eine schicke Nummer. Dann haben wir hier noch die Batterien, die gerade aktuell verbaut sind. Ähm, die Geschichte fliegt alles raus. Da machen wir zweimal 150 Lithium rein und müssen natürlich die ganzen Schaltungen entsprechend ändern. Und dann haben wir hier schon einen Wechselrichter verbaut. Viele von euch haben jetzt bestimmt gefragt: Was ist denn das? Das ist der Wechselrichter. Ich schaue mal, dass man hier seitlich guckt mal. Ein riesen Ding. Ist das nicht ein, ein Wahnsinnsgerät, gell? Ein richtiger alter Inverter, also zu damaligen Zeiten. Schon gigantisch, was hier verbaut ist. Also muss man wirklich sagen, toll, ein schickes Teil. <laughs> Dann haben wir hier hinten den Schaut drin, den EBL-Block drin liegen und äh, allein schon die kleine Spule, wo da drin ist, gell? Ein riesen Ding. Also es ist echt fantastisch. Jo, der bleibt natürlich drin, weil er natürlich noch funktionsfähig ist, ganz klar. Weil dann soll man immer so gängige Dinge, die funktionieren, rausschmeißen. Jetzt werden viele von euch sagen: Ja, Gewichtsthematik, ja klar. Aber äh, wenn man natürlich dann äh, entsprechende Auflastungen hat, ist das ja kein Thema. Und hier, wie gesagt, verbauen wir zweimal 150 er Dementsprechend werden die anders angeordnet. Und natürlich, wenn wir das hier ein bisschen anders machen, weil ihr seht schon hier, ne, das sind so Dinge, die ich ja ganz besonders liebe. Ähm, ich kann es gar nicht mehr zählen: die ganzen Kabel, wo da an einem Pol drauf sind. Äh, es sind dann auch so tolle Sachen, dass hier zwei Kabel in eine. Äh, äh, in ein Ding da reingepresst sind, also ja, das machen wir jetzt alles, ein wenig schöner und ein wenig schicker und ähm, setzen da anständige Verteiler und äh, werden das Ganze anständig neu organisieren, damit es elektrisch wieder tip top ist und auf dem neuesten Stand und machen auch einen Smart shunt rein damit man dementsprechend ähm, mit der App auch alles dann sauber ordentlich abrufen kann, was die Solaranlage reinbringt, äh, was die Batterien machen und so weiter. Das ist natürlich schon eine tolle Sache dann. Aber ich würde das Ganze genauso tun, weil äh, das Fahrzeug ist es mehr wie wert. Ähm, es ist ein echtes Liebhaberfahrzeug, nehme ich an. Also es ist einfach nur schick, es ist wunderschön, es ist gepflegt. Also, auch die Möbel, also wirklich top. Da ist nichts abgeschrammt oder kaputt. Überhaupt nicht. Also, das Fahrzeug ist mega gepflegt. Schaut mal die schöne Dusche. Picobello. Also, da fehlt sich gar nichts. Also, also, echt top. Jetzt nicht wundern, hier liegen die ganzen Polster, die haben wir von vorne nur weg. Also, ich bin mega begeistert von dem Auto. Finde ich, finde ich richtig, richtig schön. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich bin echt geflasht. Weil sowas sieht man selten in dem guten Zustand auf Mercedes-Basis. Ähm, echt solides Auto. Und auch der Kunde ist mega zufrieden. Schon viele schöne Stunden und Urlaube darin verbracht. Also echt top. Da kann man nicht meckern. Schauen wir auch nochmal von vorne, weil auch von vorne finde ich ihn unheimlich schön. No? Also wenn man das hier anschaut, schaut richtig schick aus. Also mir gefällt er unwahrscheinlich. Und hier haben wir unser kleines Zettelchen, was er alles kriegt. Und ich habe jetzt eins noch unterschlagen. Stimmt, weil wir kriegen ja auch noch eine Maxmen. Den bauen wir ja auch noch ein. Macht ja auch Sinn. Was man da hinten noch einen Maxven reinbaut, ähm, ist auch eine tolle Sache. Maxven kennt ihr ja mittlerweile alle, ist ein Dachventilator, äh, wo die Luft nach innen und nach außen trägt. Äh, richtig tolle Sache, also das macht richtig, richtig Laune. Ähm, ich sage mittlerweile schon fast äh, besser wie jede Klimaanlage, wenn man mit solchen Fahrzeugen unterwegs ist, weil eine Klimaanlage braucht natürlich richtig Energie die ja meistens nicht wirklich in der Hülle und Fülle, um eine Klimaanlage auch autark nutzen zu können, vorhanden ist und somit ist ein Max-Maxwell natürlich schon eine gute Alternative. Jo, jetzt schauen wir nochmal kurz in das Fahrzeug rein, weil da waren wir heute auch schon wieder fleißig. Der ist kurz vor der Fertigstellung. Ähm, da haben wir jetzt den ganzen Kasten hier geschlossen und gar verkabelt. Das heißt, wir haben die Verteiler jetzt zugemacht, die Batterie positioniert, den Wechselrichter befestigt und jetzt haben wir dann hier auch noch den Hier haben wir unseren Schand montiert für den Batteriecomputer. Das ist jetzt alles fix, jetzt muss man bloß noch die Batterie einsetzen. Dann schaut es ab Fach richtig sauber und aufgeräumt aus. Und ähm, ganz toll finde ich, dass man jetzt auch hier durch diese Türe dann einfach hier an den Hauptschalter ran kann, wie ihr seht. Und lang da einfach rein und muss nicht immer hier alles aufmachen. Das ist auch eine tolle Lösung. Und dann ist auch dieses Fahrzeug fertig, weil der wird morgen abgeholt, damit der wieder auf die Straße kann. Da freut sich der Kunde bestimmt auch sehr, damit er das Auto endlich wieder hat und damit das alles sauber und ordentlich verbaut ist. Dann müssen wir hier noch die zwei Instrumente reinmachen für Solar, fananzeige und äh, Batteriecomputer, genau. Ja, und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Dann wird es morgen fertig und kann auch geholt werden. Da hinten steht die Batterie, die wird dann gleich eingebaut. Und ja, dann haben wir das Auto auch durch. Dann kommt der ja dran, morgen kriegen wir noch einen Tageskunden. Ja, und so ist die Woche dann auch wieder gut gefüllt. Oder die Restwoche gut gefüllt. In dem Sinn wollte ich euch das mal mitteilen, was wir alles so haben die Woche. Und Lasst es euch überraschen, da kommt nur Ende der Woche. Machen wir auch nochmal äh, ein schönes, schönes Auto. Da hole ich euch dann aber auch nochmal dazu. Und vergesst nicht heute auch mal auf dem Camper Tobi sein Kanal zu schauen. Da haben wir auch nochmal intensiv die AirTune-Filter vorgestellt, funktionsweise, anwendungsweise und alles, was man wissenswerte. Wissen sollte über den neuen AirTune-Luftfilter und wie er wirklich genau funktioniert, auch hier in den Frankia, wenn wir den montieren, ähm, damit man da keine Schwierigkeiten hat. Und wenn da Fragen noch dazu sind, habe ich auch in dem Video gesagt, weil das habe ich mit dem Tobi miteinander gemacht. Dann können wir da gern jederzeit äh, per E-Mail, Telefon uns gegenseitig absprechen. Ich gebe euch da Ratschläge, Tipps und Helfe euch da auch gern dabei und wenn nur andere Fragen sind, werde ich die auch gern beantworten. Jo, in dem Sinn, ein kurzes Abendvideo habe ich versprochen, darum bin ich jetzt auch fertig. Wünsche ich euch einen noch schönen Abend und ganz lieben Dank. Ah, das habe ich vergessen, das muss ich jetzt aber auch nur loswerden. Äh, ich muss mich bei euch alle wirklich, wirklich ganz, ganz herzlichst bedanken. Äh, ich mache das jetzt im Namen von unserer ganzen Firma, von auch unseren Mechanikern, weil für die ist das ja eigentlich auch ein Lob. Ähm, für die 3000 Abonnenten, wo wir jetzt geknackt haben. Ganz, ganz lieben Dank, dass äh, ihr unseren Kanal anschaut und auch ganz, ganz lieben Dank, äh, dass ihr uns das Vertrauen schenkt, uns das zutraut und auch gespannt seid, wie es weitergeht und eben auch die, Ab die Abo-Taste drückt. Das ist alles nicht selbstverständlich und für uns auch das, das Zeichen, dass für euch da interessante Dinge dabei sind. Dem fühlen wir uns natürlich auch gegenüber verpflichtet und geben uns auch Mühe, dass sie dem nachkommen, um auch wirklich interessante Beiträge immer wieder zu bringen. In dem Sinn, ganz, ganz, ganz lieben Dank und. Wir wollen weiter zu so tun und zu so machen und euch weiter mitnehmen. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Videos und die nächsten 1000 Abonnenten. Da werden neue Dinge auf uns zukommen und neue interessantere Projekte, wo wir da schon geplant haben. Und da sind wir schon alle gespannt drauf. Und nochmals ganz lieben Dank. Wir sehen das alles als nicht wirklich so selbstverständlich an und freuen uns über jeden Einzelnen von euch, der teilhaben will an unserem Kanal und den ganzen Arbeiten und was wir hier tun, auch dem Interesse zeigt. Dann ganz lieben Dank dafür. So, und jetzt noch einen schönen Abend, bleibt gesund und die Prognosen stehen gut, dass wir bald loslegen können mit unseren Wohnmobilen und da freuen wir uns alle drauf in dem Sinn. Alles Gute, schöne Grüße aus Dingelsbühl. Und wenn es euch gefallen hat, einen kleinen Daumen hoch, da freue ich mich drüber. Und alles Gute. Bis bald!